Süßchen. Was wird es? Ich stehe in dir drin. Ich merk's. Alles. Hä? Hä? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier drinnen. Ja, ich auch. Aber, hä? Ich sehe den Punkt neben mir. Ja, ich... Hä? Ach, kann das... Ja, ich weiß, warum. So schnell stirbt niemand. Im Kampf nicht möglich. Wo war denn jetzt das Ding? Hier. Alter, willst du mich verarschen? Das ist nicht ausgegangen? Ich habe versucht, euch zu erreichen, um euch zu sagen, dass das nicht gut ausgehen wird. Die Zeit fürs Lamentieren ist vorbei, seit ihr das orbitale Verteidigungskommandozentrum ausgeschaltet habt, Agent. Nein, schon davor, als ich euch bei Tiron Shan eingesetzt habe. Bei allem Respekt, ihr habt ja nicht gesehen, was vor Ort geschehen ist. Die Macht, die der Imperator hat... Das ist mir bewusst, Agent. Wenn ihr einen Bericht zum Sith-Geheimdienst oder dem SID habt, können wir reden. Aber ich werde mir sicher nicht von euch erklären lassen, wie ich einen Krieg zu führen habe. Verdammt, das ist übel. So kann man es auch sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr alles mitgehört habt. Jedenfalls genug. Tiron verlässt sich auf euch, während ihr ihm in den Rücken fallt. Ganze Arbeit. Mein oberstes Ziel im Moment ist es, Vichyet aufzuhalten. Verurteilt mich meinetwegen, aber tut es bitte, während wir uns um ihn kümmern. Ich weiß, dass ich die Lage verschlimmert habe. Wegen mir sterben noch mehr Unschuldige. Und das ist... Bitte, lasst mich euch helfen. Das hier ist noch nicht vorbei. Nein, davon bin ich auch nicht ausgegangen. Thank you.
Okay, ich habe die Dämpfer auf manuelle Kontrolle gestellt. Ich steuere sie, während ihr das Energienetz anpasst. Wenn alles soweit ist, können wir jedes Lebewesen auf neue Adaster betäuben. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Ganz kurz, welche Aufgabe hast du jetzt? Fahre die Dämpfer runter, habe ich. Genau, habe ich auch. Okay, das ist wieder gleich. Das war Schritt 1. Ich gebe euch weiter Deckung. Noch einer. Naja. Stehst bei mir auf der Stelle und läufst. Die Sklaven evakuieren wollte. Danach griff sie die Sklaven an. Ich verarzte die Überlebenden. Ich wollte nur euch viel Glück wünschen, okay? Wir sehen uns. Vielen Dank, Alk. Vielleicht wollt ihr das gar nicht hören, aber ich muss es euch sagen. Theron ist ein guter Mann. Es ist wichtig, dass er mir vertraut. Aber ich arbeite für die Republik. Das ist der Job. Ich hoffe, ihr versteht das. Machst du Mittagspause oder was? Na klar. Toll. Wie toll? Ich bin nicht mehr drinnen. Oh Mann, oh wow. Jetzt bin ich drin. Aber ich sehe dich immer noch nicht, scheiße. Ich sehe das für sich allein. Los, Taco, ich sehe dich! Ja, der Tau frischt. Hey, wie, du siehst mich. Du stehst gerade vor mir. Fett zu eng mit dir werden. Also ich hätte gedacht, du wärst stärker.
Was war das für ein Ding? Wir nennen sie Monolithen. Ich hatte wirklich nicht vor zu lauschen. Ich wollte euch nur warnen. Wir haben schon mehrere dieser Kreaturen überall in Neu-Adaster entdeckt. Sie wurden durch Sith-Alchemie erschaffen. Ein Zeichen für Vishiels wachsende Macht. Sie sind extrem stark und praktisch unmöglich zu töten. Der, den ihr gerade besiegt habt, ist der kleinste, den wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube doch, dass ihr gelauscht habt. Ich glaube, dass ihr nicht aufhören könnt, an mich zu denken. Ich hoffe, ihr macht Scherze, wobei es wohl kaum die Zeit dafür ist. Und übrigens, werft doch mal einen Blick hinter euch. Schau mal, wie die Quest heißt. Fehlschlag. Eine gigantische Kreatur ist aufgetaucht und hat eine elektrische Entladung verursacht. Die Dämpfer sind hinüber. Das muss ein Monolith gewesen sein. Was auch immer es war, ich möchte nicht seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wie sieht es aus, Kovac? Nicht gut. Ich habe versagt. Es tut mir leid, Agent Shan. Warum erzählt ihr ihm nicht genauer, warum es euch leid tut? Dafür ist keine Zeit. Es ist wohl besser, wenn wir uns jetzt einen neuen Plan einfallen lassen. Entweder klärt ihr ihn auf, oder ich tue es. Agent Shan, ich bin der Grund dafür, dass wir Truppen auf Siost haben. Was soll das heißen? Das Chaos hier, das sechste Prinzip. Zaresh wusste über alles Bescheid, weil ich sie informiert habe. Warum habt ihr das getan? Ich arbeite nicht für euch. Agent Shan, Sir, wenn ihr es mich bitte erklären lasst. Meldet euch bei eurer Chefin. Der SID ist fertig mit euch. Aber ich kann immer noch helfen. Ich sagte, wir sind fertig. Möge die Macht mit euch sein. Lana? Mir wurde gesagt, dass Agent Kovacs Plan gescheitert ist. Zum Glück habe ich einen neuen Plan. Einen besseren Plan. Er ist allerdings mit einem großen Risiko verbunden. Für euch. Ich bin ganz Ohr. Die ganze Welt wird vom Krieg heimgesucht. Unser ehemaliger Imperator beschränkt sein Wirken jedoch auf den Bereich um Neu-Adaster herum. Auf eure Nähe. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich halte es für möglich, dass er nicht so stark ist, wie er uns glauben macht.
Und ich halte es für möglich, dass ihr ihm Sorgen bereitet. Es hat alles hierher geführt. Jetzt soll er zu mir kommen. Ich schlage eine etwas provokantere Taktik vor. Du wirst dafür sorgen, dass all seine Marionetten, jeder Soldat, Jedi und Sith, mit dem Gemetzel aufhören und euch ins Herz von Neu-Adasta verfolgen. Vishiet muss euren Kopf wollen. Jetzt! So, das Abflugterminal. Ja, warum? Ich muss hier sein und hier hoch. Ja, bei mir ist die Quest, benutze das Abflugterminal. Lautet die. Da können wir die Gruppe wieder auflösen und wir hier irgendwie zusammen kämpfen können und den ganzen Quark machen können. Also komisch, weil die Hälfte können wir zusammen machen, nur in diesen komischen Gesprächen sind wir halt nicht zusammen. Ist irgendwie. Kannst du die Gruppe nochmal auflösen? Warte mal. Achso. Das ist imperialer. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ausgruppe entfernen. Sag mal, so wenigstens das Kämpfen geht schneller. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da. Ey, kannst du vergessen, wir sind jetzt schon wieder nicht zusammen drin. Ah!
taufrisch. Bevor wir hier weitermachen, sollten wir persönlich miteinander sprechen. Wir sehen uns in Kürze. Oh Mann. Lasst mich doch alle in Ruhe.
Wie komme ich da rein? So geht's auch, so geht's auch. Da sind ja noch mehr. Da waren noch welche. Ha. Ihr habt es geschafft. Gut. Die Zeit drängt. Und wir haben nur wenig verlässliche Hilfe. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte, ist Agent Kovac verschwunden. Da wir jetzt ohne ihn auskommen müssen, habe ich mich an einen anderen Verbündeten gewandt. Seid ihr in Position? Ja, aber der Aufbau ist ganz anders, als ihr beschrieben habt. Ihr wollt also damit sagen, dass ihr es nicht schafft? Jetzt werdet bloß nicht. Ich schaffe es schon. Wir wollen jeden Moment beginnen. Das wäre also gut. Womit genau werden wir denn beginnen, Lana? Ihr werdet Vichiet wütend machen. So wütend, dass er seine ganze Aufmerksamkeit darauf richtet, euch zu töten. Wenn die Zeit reif ist, führt ihr ihn zu einer elektrostatischen Waffe,
die hier gelagert wird, im Herzen von Neu-Adasta. Sie ist eigentlich als letzter Ausweg für große Bürgeraufstände gedacht. Aber Theron hat sie so modifiziert, dass sie nicht mehr tödlich ist. Mit der reduzierten Ladung wird der Wirkungsradius wesentlich kleiner sein. Ihr habt eine Waffe, deren alleiniger Zweck es ist, eure eigenen Leute zu töten? Es ist ja nicht so, als hätten wir in jeder Metropole eine installiert. Aber wir haben Neu-Adasta bei einem früheren Aufstand schon einmal fast verloren. Na, wenn das so ist. Wollen wir anfangen? Ich bin der Kampfmeister des Jedi-Ordens. Ich habe euch schon einmal niedergestreckt. Heute werde ich es zu Ende bringen. Heute werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich muss jetzt gehen. Es gibt viel zu tun. Zu viel. Um ehrlich zu sein, hätte ich gar nicht herkommen dürfen. Ich hätte nicht gedacht, euch wiederzusehen. Selbst unter diesen Umständen ist es schön, sich zu irren. Da habt ihr recht. Möge die Macht euch stets dienen. Hey, das war seltsam. Bin gleich besser als mein letztes Gespräch mit dir, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist mein Team. Das sind meine Jedi. Ich ganz allein bin für sie verantwortlich. Wenn ihr eine Möglichkeit finden könntet, ihnen zu helfen, dann helft ihnen bitte. Lass sie am Leben. Gibt's hier irgendwas Verstecktes? Klatsch. Sorge. Ich bin ein Planet. Ups. Da wollte ich jetzt nicht runterplumpsen. Ach, bist du so runter? Ja. Da, wieder taufrisch. Nee, ich muss da wieder rein. Ja. Dann muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen, oder wie? Scheiße. Vielleicht. Was soll denn die Dreckskacke? Das werde ich sicherlich nur ein, zweimal machen müssen, bis ich da reinkomme. Ach nee, da kann man. Oh. Okay.
So. Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr da tut? Natürlich weiß ich das, mein kleines flatterndes Insekt. Ich weiß alles. Und ich werde es genießen, euch scheitern zu sehen. Versuch's. Tötet die Jedi! Wenn ihr sie am Leben lasst, werden sie weiterhin in meinem Namen morden. Also zögert nicht. Tötet sie. Mir ist es egal. Und eurem geschätzten Verbündeten ebenso. Ein loyaler Diener der Republik. So edel. So erbärmlich. Geschafft. Ich habe die größtmögliche nicht tödliche Explosion eingestellt, die wir riskieren können. Das sollte genügen, um jeden in Reichweite ein unverhofftes, ausgiebiges Nickerchen machen zu lassen. Sollte? Es gibt hier leider keine Universaleinstellung. Es ähnelt eher einem Ratespiel. Ich wünschte, wir hätten Zeit für einen Testlauf. Sie müssen schon ganz in der Nähe sein. Dann los, wir müssen uns abschirmen. Könnten es doch ein Kira-Test. Okay, warten wir darauf, dass sie in Reichweite kommen. Ich habe zwei Mitglieder eures Teams getroffen, Theron. Und? Ich habe ihnen einen Schock verpasst. Als ich ging, waren sie noch bewusstlos. Gut, danke. Hoffen wir nur, dass sie nicht unter der Kontrolle des Imperators stehen, wenn sie aufwachen. Okay, da kommt die Marionettenbrigade. Jetzt heißt es Daumen drücken.
Nächsten dran, hat die größte Ladung abbekommen. Lebt noch, wir haben es geschafft. Hoffen wir nur, dass wir alle von ihnen erwischt haben. Wir sollten jetzt Lana kontaktieren, um herauszufinden, ob sie einen Plan für das weitere Vorgehen hat. Ich habe eine bessere Idee. Meisterin Zuro. Nein. Amüsant, dass ihr dachtet, ihr hättet eine Chance. Diese ganze Farce ist jämmerlich. Also, wie wünscht ihr zu sterben? Gar nicht. Im Kampf oder auf den Knien? Verschwindet, kleines Sex. Ich bin Sex. Das hat nichts mit euren Freunden zu tun. Nur mit uns beiden. In Ordnung, Imperator. Bringen wir es hinter uns. Da ist er. Lebt er immer noch? Wer jetzt? Hier, Bastlaschans Sohn. Alles. Also. Jedes Leben. Jedes einzelne Leben, das er genommen hat. Das ich genommen habe. Ich kann nichts anderes mehr sehen. Ich bin ein Monster. Das stimmt nicht. Es wird euch wieder besser gehen. Ich bringe euch nach Typhon. Die Jedi werden euch dabei helfen, euren Geist wieder zu beruhigen und euch wieder genesen zu lassen. Und dann wird sie uns nichts nützen. Wir müssen verstehen, welche Verbindung Vishia zu diesem Jedi aufbauen konnte, damit wir es verhindern oder ausnutzen können. Ja, und lasst mich raten, die Methode ist invasiv. Hat sie nicht schon genug durchgemacht? Wir haben etwas Zeit gewonnen, das ist alles. Wir können nicht das Schicksal der ganzen Galaxis aufs Spiel setzen, nur um eure Schuldgefühle zu beruhigen. Ihr wollt ihr Gehirn auseinandernehmen und wisst nicht mal, ob ihr dort überhaupt etwas findet. Wir müssen es versuchen. Er wird niemals verschwinden. Ich werde ihn immer hören. Okay, retten wir sie? Ist es ein Versuchskanickel oder das Leid beenden? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht das nehmen würde. Ich hätte sie retten können. Sie hat jetzt Frieden gefunden. Ihr habt uns vielleicht alle den Tod geweiht. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Sie muss euch meinen. Ich weiß, dass wir vom Imperator eine Art Gnadenfrist bekommen haben. Und ich weiß, dass ihr... Wisst ihr was? Ich kann es einfach nicht. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Ich hab Ruhe vor dem...
Ich soll euch ausrichten, dass Saresh mit euch sprechen will. Ja, mal gucken, wo ich mit ihm reden will. Oder der. Wo muss ich denn hin? Dahin. Kanzlerin. Ihr habt sicherlich Fragen zum Status unserer Invasion, aber zuerst habe ich ein paar Fragen an euch. Was könnt ihr mir zu diesen Fällen von Besessenheit sagen? Obwohl es zuerst Einzelfälle waren, scheint Tiron Shan zu denken, dass... Ich bin neugierig. Glaubt ihr wirklich, dass ihr irgendetwas erreicht habt? Was genau meint ihr, aufgehalten zu haben? Ich weiß, wie mächtig ihr geworden seid. Aber wenn ich nur tatenlos zusehe, zu was bin ich dann gut? Zu was ihr gut seid? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und nun kenne ich endlich die Antwort. Ich habe entschieden, dass es interessanter ist, euch am Leben zu lassen. Wenn ihr weiter Widerstand leisten wollt, nur zu. Eure Einmischungen werden nichts ändern. Wenn ich hier fertig bin und jedes Leben auf dieser Welt ausgelöscht habe, will ich, dass ihr am Leben seid, um meinen Erfolg zu sehen. Lebt wohl. Ja, wie mache ich das denn nochmal? Ich frage mich, was ich für eine Verbindung zum Imperator habe. Was ist eine Verbindung zum Imperator? Wenn er mich so cool findet. Jo. Ganz kurz, Alk, wie setze ich diese hässliche Kapuze ab? Da gab es da irgendeine Möglichkeit. C? Ja, da bin ich. Das glaube sein. So schnell stirbt niemand. Und dann. Ja. Irgendwo. Mussten wir uns irgendwo bei den Sachen hier mit Ausrüstung und so weiter. Ich weiß es tatsächlich gerade ohne aus dem Kopf. Ah, ja. Ich hab's gefunden, aber das gehört zum Brustschutz, diese Haube, die kriege ich nicht abgesetzt. Alles klar. Gut, ich mache mal eine ganz kurze Pause.